Okay, da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore. Da dachte ich könnte mal einen Stream starten, während Creative Element Subnautica spielt, aber wie sich herausstellt, geht das nicht. Willkommen zum Stream. So, ich muss mal gucken. Ich habe heute Lust auf ein paar Infrastruktur-Upgrades, damit wir hoffentlich auch später ein paar bessere Möglichkeiten haben, den Nether zu erkunden und so. Aber unter Umständen ziehen wir vielleicht auch heute eine von den Wegen hier bis zu seinem Ende. Und vielleicht zeige ich auch bei der Gelegenheit, weil vielleicht binden wir auch den Schrein an mit einem Portal und dann zeige ich mal live. Ich habe mir das mit der Statue nochmal überlegt, also mit den Statuen. Ich habe die nochmal größer gemacht. Und dann müsste eigentlich ein relativ kleiner Sockel reichen, dass man die gut sehen kann. Früher war der Nether auch wirklich Schrott, aber inzwischen hat sich das geändert. Ja, das und ich kann, ich will halt, wenn ich was im Nether baue, möchte ich es halt auch schon wirklich im Nether haben. Und dann würde ich eher sogar noch bereit zu sagen, man macht ein Loch in die, ein riesiges Loch mit so einer riesen Redstone-Maschine ins Bedrock. Und hat halt sowas. Aber ansonsten, wenn ich schon meine Portale oben auf dem Nether-Dach hätte, dann würde ich wahrscheinlich gar keine Tunnel oder sowas bauen. Dann würde ich einfach nur fliegen. Gehst du heute die Bastionen looten? Ist nicht geplant. Die Frage ist halt erstmal, also ich glaube nicht, dass wir so schnell eine finden werden. So, hier bei dem Ding hier hatte ich sogar was Besonderes vor. Um das ein bisschen hervorzuheben. Bin auch mal gespannt, wie wir von hier aus das Portal für den Kartenschrein, ob wir das hier durchverbinden oder ob wir dem Weg da drüben folgen oder vielleicht sogar beides. Ich weiß aber gerade nicht, wo sich die Sachen in Relation zueinander befinden. So, ich habe hier nämlich jede Menge ominöse Banner. Meint ihr, 16 reichen? Ich will eigentlich noch ein paar mehr mitnehmen. Aber irgendwie müssen wir noch einen Platz... Ach komm. Den Stonecutter packe ich nochmal gerade hier rein. Es gibt halt auch so ein paar Items, wo ich mich echt frage, wieso dürfen die nur 16 stapeln? Also vor allem Schneebälle, Enderperlen. Enderperlen kann ich ja noch halbwegs verstehen, weil, ne, es ist Teleport und so, aber Schneebälle, da ist das halt maximal krampfig. Okay, du kannst schon mal nicht zwei Banner ineinander setzen, das ist schon mal schade. Okay, wie viele Banner kann man platzieren? Ja. Ach, stimmt. Das ist ja diese Geschichte, wenn man die einmal abgebaut hat, dann stapeln die sich ja nicht mehr mit den normalen, ne? Oh, das ist so weird. Das sagt doch genug darüber aus, oder? Ja, theoretisch können wir hier noch. Sieht doch einladend aus, oder? So, den hätten wir. Sollen wir das hier gerade auch machen? Oder sollen wir den grünen Pfad durchziehen? Ach, hier muss ja auch noch. Oh, ich bin mal gespannt, wie sich das mit dem hier beißt. Na, in 20 haben wir endlich Schüler bearbeiten. Ja, das habe ich gesehen. Ich finde tatsächlich die 1,20. Also, da sind halt echt ein paar interessante Sachen dabei. Das mit den Pots. Ich meine, Neverride wird wieder ein bisschen limitierter, weil man jetzt diese Upgrade-Templates braucht aus den Bastions. Auch so ein Ding, warum ich nicht ewig weit rausgehe. Weil das können natürlich nur neue Bastions haben. Wobei das stimmt, glaube ich, gar nicht. Weil ich glaube, Loot-Chests werden ja, glaube ich, erst generiert, wenn man sie öffnet. Also theoretisch könnte ich die Bastions, glaube ich, sogar schon suchen. Solange ich die Kisten nicht aufmache. Ja, aber dann mit diesen Pots, die könnten ganz interessant sein. Für die ein oder andere Dekoration, die neuen Blumen. Wobei ich finde es ein bisschen bescheuert, dass die Torchflowers, dass die keine Lichtquelle sind. Also wie cool ist das bitte, eine Blume, die Licht spendet? Also das sollte eigentlich No-Brainer sein. Und dann halt, wie gesagt, Cherry Trees. Also finde ich schon total überfällig, dass die mal eingeführt werden. So viele Mods hatten die.
Ich meine, ich habe sie einmal bei Live in, bin ich, doch auch Live in the Woods habe ich sie auch gesehen, aber auf einem anderen Server, wo ich dann tatsächlich mal gespielt habe, auch. Und die Dinger waren einfach nice. Ach, da sind alle Waffen. Ja, ja, das ist es halt. Aber Diamanten, das Ding ist, die Templates, ich weiß halt nur nicht, ob das auch mit den Neverwrite Upgrade Templates geht, aber die kannst du halt auch jetzt mit Diamanten halt duplizieren. Das heißt, du müsstest dann unter Umständen, also wenn ich das, ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob das mit den Neverwrite-Dingern geht, aber wenn das mit denen geht, musst du es halt nur einmal finden in der Bastion, was halt den Schritt zu Neverwrite ein bisschen spannender macht, weil du halt nicht einfach nur stumpf eine Netamine gräbst und dann ein bisschen grindest, sondern dich halt schon wirklich der Gefahr stellen musst. Und ich finde, das eröffnet dann halt auch das Potenzial wiederum, dass du später sagen kannst, es gibt noch andere Rüstungstypen, die halt auf Neverwrite-Niveau sind und auf Diamant aufbauen, aber halt alle ihre eigenen Vorzüge haben und die dann auch alle irgendwie in einer Weise erhältlich sind, die mit die halt thematisch passt. Also für Neverwrite musst du dann halt wirklich im Nether eine Mine gegraben haben und du musst in eine Bastion gegangen sein. So, jetzt müssen wir das hier noch irgendwie zu Ende bringen, dann haben wir auch hier das Upgrade eigentlich soweit durch. Was ich aber bei der Gelegenheit gerne machen will, ist hier eine Beacon hinsetzen. Ich weiß nur nicht, ob wir genug Dings haben, genug Eisen, weil wir haben ja die große Beacon schon platziert. So, das Upgrade wäre komplett. Die Kiste hier muss ich aber definitiv nochmal auffüllen. Haut ab, ihr könnt eh nichts machen. Das sind meine Kisten. Die mache ich auf und zu, wie ich möchte. Jetzt muss ich gerade an diesen Loriot-Sketch denken. Mit der Eheberatung. Ihre Frau kann die Schulkerbox auf und zu machen, so oft sie will. Ich bin jetzt gerade echt hin und her gerissen. Das Ding ist, ich muss wahrscheinlich Bedrock löschen, damit ich die Beacons in Betrieb nehmen kann. Ich weiß gerade beim besten Willen nicht auswendig, wie das ging. Es war easy. Es war ziemlich leicht, aber wo ist mein Bedrock-Hit da? Okay, drei. Wow. Drei von denen funktionieren auch noch. What the fuck? Das ist so weird. Das ist so kaputt. Ach Gott, sind da so weird. Wenn du einfach irgendwie die Hälfte vom Körper gehört nicht zur Hitbox. Und ich bereue jedes Mal, wenn ich einen Ghast sehe, dass ich nicht mehr die, nicht mehr Pfeil und Bogen im Inventar habe, sondern jetzt meinen Dreizack. First Try wäre es jetzt aber auch gewesen, wenn das geklappt hätte. Es hat getriggert. Ha! Nice. Das Problem ist, dass durch den Regen verbrennen jetzt natürlich die ganzen Zombies nicht. Wobei wir die Creeper natürlich mehr Sorgen machen. Und jeder andere Minecraft-Hardcore-YouTuber würde jetzt hingehen und jetzt mit einem Channeling-Trident hier Monsterköpfe farmen. Und ich sehe das immer und denke mir so, warum? Warum die Leute, die ich das machen sehe, bauen halt auch in der Regel nichts damit. So, wir wollen natürlich jetzt eine Brücke haben, die nicht die Schifffahrt beeinträchtigt. Also irgendwie hier so. So, es hat das Inventar ein bisschen freier zu kriegen. Aber ich glaube, wir werden auch bald Laternen platzieren müssen. Okay, wir sind schon außerhalb der Renderdistanz von Crossroads Tempel. Imagine, so wird das Hardcore-Projekt enden. Mit einem Charged Creeper. Na gut, Charged Creeper sind mit einer, glaube ich, der wenigen Sachen, die mich noch relativ gut leicht töten könnten. Wobei ich glaube selbst, also ein Charged Creeper müsste, glaube ich, schon aus nächster Nähe mich erwischen. Ich habe einen Streamer gesehen, der es geschafft hat, durch die Startexplosion vom Wither zu sterben. Wobei ich selber nicht im Kopf hatte, dass die so heftig ist.
Ich bin sie tatsächlich nur gewohnt, wenn man, wenn sie, durch das Endportal geschwächt ist. Weil ja man auf die Weise ja Enderman farmen kann. So, jetzt bräuchte man nur irgendwie einen Endpunkt für die Straße hier. Muss man irgendwas reinmünden. So, jetzt noch ein paar Lampen platzieren und dann war's das. So, ich mach mal hier noch keine Zäune oder sowas hin. Ich hätte hier echt gerne irgendwie eine Anlegestelle für Boote. Pass auf, doch, wir machen Zäune. Wir machen Zäune und wie wir das tun. So. Ich denke, das hat was. Okay, damit haben wir den ersten Pfad fertig. Natürlich sehen wir jetzt nur einen Bruchteil davon. Es hat auch nur 1943 Tage gedauert, um so weit zu kommen. Unser nächster Bild wird nicht so mega weltbewegend, beziehungsweise nicht am Anfang. Ich habe irgendwie in meinem Kopf die ganze Zeit den Bild links vom Fluss, da drüben. Aber von der Erreichbarkeit wäre die Seite hier, glaube ich, besser. Aber die ist mir auch ein bisschen zu nah an der Wüste. Das Ding ist, ich müsste halt im Grunde genommen hier nochmal eine Brücke bauen. Und das sähe, glaube ich, komisch aus. Aber gut, den Weg würde ich sowieso erst bauen, wenn wir hier wissen, wo die Bäume hinkommen. Dass man den dazwischen durchführen kann. Wir fliegen mal kurz rum. Soll ich damit zufrieden sein? Von außen würde ich halt sagen, da muss noch ein Fenster hin. Aber von innen halt nein. Ich meine, man kann vielleicht außen noch ein bisschen verzieren. Wenn man dann den Weg hier hinzieht, vielleicht ein paar Blumenbeete oder sowas. Oder vielleicht ein paar Kürbisse für den Eigenverzehr. Denn von irgendwas muss der Mann oder die Frau ja auch leben. Ich glaube, das ist kein Lichtnahrungstyp.
Dieser Schornstein, der gefällt mir halt irgendwie noch so gar nicht. Aber ich glaube, viel mehr schaffe ich in der Hinsicht jetzt heute auch nicht. Diese Außendekoration, ich glaube, wenn man die Außendekoration macht, könnte man sich nochmal überlegen, ob man den Kamin austauscht. Ein bisschen mit ein bisschen Licht, hier ein bisschen ein paar Blumenbeete und irgendwie ein paar Kürbisse und Melonen, dass ein bisschen Ernährung gewährleistet ist. Aber sonst? Also man sieht, warum ich das hier normalerweise nicht freestyle. Aber ich muss das eigentlich üben. Aber der Sinn, warum ich das hier gebaut habe, einmal damit wir halt ein bisschen eine kleine Sehenswürdigkeit haben. Aber zum anderen hatte ich die Überlegung, ist hier eine Spinne? Ist die auf dem Dach gespawnt? Nee. War die Überlegung, dass man hier in der Ecke, ich weiß noch nicht, ob man das so ein bisschen unter der Erde? Ich hätte gerne schon eine Glasdecke. Ich bin da noch sehr zwiegespalten, weil ich hätte gerne irgendwo mal hier eine ordentliche Baumfarm mit TNT-Duplikator und so. Aber ich will dann auch gerne eine oder mehrere, um halt alle möglichen Baumtypen abzudecken. Also auch die Netherbäume und die 2x2-Bäume. Dass ich da einfach dann Holz grinden kann, wann immer wir es brauchen. Aber ich möchte halt nicht hier irgendwo einfach einen TNT-Duplikator in der Luft fliegen haben. Das heißt, ich möchte schon ein bisschen versteckt. Aber auf der anderen Seite möchte ich halt schon, wenn ich da drin bin, dass hier ist das Skylight von oben reinfällt. Das heißt, da muss schon irgendwie hier irgendwie eine Glasdecke oder so sein. Ich weiß auch nicht, was für Abmessungen wir da brauchen. Ganz ehrlich, ich bin da noch ein bisschen überfragt. Aber das war so die Idee. Und dann kann man hier in dem Haus den Zugang dazu einbauen, vielleicht mit einem Wasserfahrtstuhl oder so, der hier irgendwo vielleicht unter der Treppe versteckt ist. Oder vielleicht auch ein paar Fletcher, die dann halt da arbeiten, wo wir das Holz dann verticken können. Wobei die, damit sich das lohnt, müssen wir die eigentlich infizieren und dann heilen, weil sonst sind die Preise einfach zu hoch. Aber es wäre dann auch nochmal eine mögliche Emerald-Quelle. Aber das sind dann halt so Sachen, da sorge ich mich irgendwann drum. Das ist halt so ein Ding, was ich irgendwann mal bauen will. Vielleicht weiß ich bis dahin dann auch, was mir hier dran noch nicht so gefällt, beziehungsweise wie ich es löse, weil ich weiß jetzt noch nicht. Ich meine, für Kamine sind ja Ziegel recht beliebt. Aber ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang so schön aussieht. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja auch ein paar Gedanken dazu. Wir haben heute einiges vor. Wir haben in letzter Zeit öfter wieder Siedler gestreamt und ja, der gute Xiaomi, der auch gerade hier im Chat ist, hat 10 Subs verschenkt und das haben auch so ein paar Leute gesubbt. Wir haben also ein bisschen was vor uns und damit kam ich zu dem Ergebnis, dass unsere Raid-Farm nicht mehr gut genug ist. Wir brauchen eine Stacking-Raid-Farm, da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei und das habe ich vorbereitet zwischen den Streams. Ich habe mich ja lange gesträubt wegen der Stacking-Raid-Farm, aber das Ding ist, ich habe festgestellt, also ich habe mich gesträubt, weil das Ding muss innerhalb eines Chunks sehr präzise gebaut werden. Also die Koordinaten innerhalb des Chunks sind wichtig. Aber wie sich herausgestellt hat, der gute INX04, der das Ding gemacht hat, hat daran gedacht und hat dann nicht nur den World-Download dazu gestellt, sondern auch bei der Schematic, die ich verwende, hat er sichergestellt, dass da praktisch man hat praktisch schon einen Referenzpunkt. Damit man das, das sieht man gleich. Wir haben praktisch schon so einen Referenzpunkt, damit wir sehen können, dass es richtig ist. Sieht jetzt ohne Shader, glaube ich, nicht so bonzig aus, wie ich gehofft hatte. Der Shader unterstützt jetzt übrigens auch, also der oder hat jetzt irgendwie so in Grundzügen farbiges Blocklicht. So sieht das dann aus. Man sieht, das hat jetzt so einen kälteren Ton hier aus der Sea Lantern. Das Fackellicht ist deutlich wärmer, das Licht hier auch. Mir fällt auch gerade ein, was ich auch noch einrichten wollte, ist eine Verbindung, dass die Eimer, dass ich wollte irgendwie hier was einrichten, so ein Trichter, dass die vollen Lava-Eimer, die wir oben auffüllen, dass die direkt hier reingehen können, dass ich das nicht immer manuell nachfüllen muss, aber das schaffen wir heute, glaube ich, nicht mehr.
Vor allem, wenn Leute noch Gebrauch von den neuen Troll-Optionen machen, die wir dann auch vorbereiten müssten. So, aber ich mache jetzt erstmal die Shader wieder aus, weil... ja, ich bräuchte eigentlich dringend eine neue Grafikkarte dafür. So, Feuerkorallenblock packen wir weg. Und dann werden die Bäume gemacht. So, und dann machen wir jetzt bei den allen die Tinte drauf. Boah, das klingt so schmutzig. Na gut, ich meine, die Tintensäcke haben wir ja auch den armen Tintenfischen aus den Eingeweiden geschnitten. So, und dann müssen wir hier rüber. Hier ist die Schematik, deswegen, das ist auch so ein Grund, warum ich keine Sachen anhaben kann, kein Shader. Und hier sieht man, das hat der INX davor gemacht, der hat hier diese Glasdinger hingemacht, die markieren praktisch einen Chunk. Die müssen innerhalb der Chunkgrenzen liegen und man muss es halt mit den Himmelsrichtungen korrekt ausrichten und dann ist alles so wie es sein muss. Man kann sie sogar mit dem Minecart hier reinschicken. Boah, ich hoffe, ging jetzt nicht schief. Allerdings sehe ich es jetzt schon kommen, dass dass die jetzt versucht, irgendwie hier in den Freitod zu springen. So, da ist dein neues Zuhause, auf das du es nie wieder verlassen mögest. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, dass ich unten den Villager weggemacht. Genau, der hat jetzt nämlich keine Arbeit mehr und deshalb zählt der nicht für Raid-Zwecke. Raid? Es gibt jetzt eine neue Raid-Bar. Das klingt vielversprechend. Aber jetzt mache ich keinen Damage mehr auf den... Okay, sie braucht einen Moment. Ich sehe schon Items. What? Habe ich gerade zum ersten Mal offiziell einen Raid besiegt? Also so, dass ich auch Hero of the Village bekommen habe? Weil das andere war halt immer so müßig. Wenn du immer rauf musstest runterspringen. Und das hier stehst du, hier kannst du halt wirklich AFK farmen. So, wir gucken noch gleich ins Sortiersystem. Okay.
Aber ich würde behaupten, das ist sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir schon mal die eine Waffe. Ich mache vielleicht noch eine Sharpness-Variante davon. Und Rüstung müssen wir dann auch noch bei Zeiten anlegen. Wobei ich glaube, das wird schon ein ziemlicher Nerf, wenn ich beides gleichzeitig habe. Ich bin mal gespannt. Also, aber vielleicht zwingt es mich dann auch mal ein bisschen vorsichtiger zu spielen. Gerade wenn wir dann doch mal gefährlichere Sachen machen. Aber jetzt ist es auch 12:30. Ich werde vielleicht noch ein bisschen bei der Farm rumtesten. Aber das muss jetzt nicht mehr im Stream passieren. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.